Ein einziges Musikvideo, geteilt in den sozialen Medien, das kann oft der Ausgangspunkt einer großen Karriere sein. Oder eine Möglichkeit, das eigene musikalische Schaffen festzuhalten. Diese Chance bietet derzeit der Kulturverein Kult in Hof mit dem Projekt Auftrat. Musiker und Bands aus der Region können sich bewerben, um ein selbst komponiertes Lied aufzuzeichnen und auch zu produzieren. Tina and the Pirates nennt sich diese Formation aus Salzburg. Erst vor kurzem gegründet, dürfen sie nun ihr erstes professionelles Musikvideo aufzeichnen. Gerade jetzt in der Zeit ist es halt wirklich eine super Sache, dass man das machen kann. Gerade am Anfang für die Band hat man gleich was man zeigen kann und sagen kann, da kommt bald noch mehr. Ihr Song mit dem Titel We'll Be Okay ist eines von insgesamt 15 Liedern, das im Rahmen des Musikförderprojektes Auftrat aufgezeichnet wird. Dabei handelt es sich ausschließlich um selbst komponierte Werke. As you turn your back, I won't beg you to stay. Das Angebot hat mir meine Gesangslehrerin geschickt. Und sie hat mich sofort aufgefordert, dass ich das machen soll, weil ich eben schon länger Songs schreibe. Und ich habe mir gedacht, ja, ist schon eine Chance für mich, dass ich wirklich mal mit der professionellen Musikwelt sozusagen in Kontakt kommen kann. Geplant war das Projekt eigentlich schon vor der Corona-Pandemie. Nun findet es etwas eingeschränkt statt, sozusagen als One-Man-Show hinter der Kamera sowie am Tonmischpult. Ich habe dann wirklich gestartet und die Musikerinnen und Musiker gefragt, was stellen sie sich vor, wie soll es am Ende dann ausschauen, dann das gesammelt und dann daraus das Technische gezogen, was ich dafür brauche, und somit habe ich dann die Lichtgestaltung, den Videoschnitt, Videoaufnahme, Tonaufnahme und dann auch das Marketing über. Du weißt, was du willst, du rast dich nicht im Wind. Die Videoaufzeichnung ist für die Bands kostenlos und besonders wichtig, die Musiker können die Videos rechtefrei, etwa auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen nutzen. Es kostet einfach wirklich viel Geld, wenn man irgendwas auf die Fische stellen will, aufnehmen will, oder, und da hat man mal eine Möglichkeit. Und das sollten eigentlich alle nützen, was nur irgendwie, wenn das wieder mal sein soll oder was, kommt und macht es da mit, weil das ist so klasse, dass man sich da mal präsentieren kann. Bisher ist rund die Hälfte der Videos fertig produziert. Bis Ende April sollen alle 15 fertig geschnitten sein und unter anderem auf der Homepage des Kulturvereins Kult präsentiert werden.